Jo Leute, und willkommen zurück zu Uncharted The Lost Legacy. Das letzte Mal sind wir ja hier stehen geblieben und machen auch jetzt weiter. Ja. Erstmal Hier hier drüben, Nadine. hochklettern. Alles klar? Hier ist ein Schatz. Jetzt ist die Frage, wo der natürlich ist. Aha. Nein, nicht hier lang. Paraba-Elfenbeinwürfel. Hardcore-Schatzsucher. Eine Trophäe erhalten, okay. Cool. Schon besser aus. Ich sehe noch mehr Kurbeln hier in der Kammer. Ich drehe hier mal dran. Die Hand bewegt sich. Etwas genauer. Rechte Hand. Untere. Rechte Hand. Vielleicht liegt es an der Größe der Statue, aber fällt jetzt erst die Königskobra um den Scheißhals auf. Okay, und jetzt? Da muss mehr dahinter stecken. Wir müssen es nur herausfinden. Vorne ist noch eine Kurbel. Hier ist wieder ein Schatz. Erstmal hier oben gucken, ob der da oben ist. Aha. Chola Goldohrringe oder Cola Goldohrringe. Okay, ich sollte mich beeilen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Oh nein! Oh nein, 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 nein! Oh, super Vorschlag! Ah, das war echt knapp. Fast hätte ich meine Hose zerstört. Wow. Ich kann von hier mein Haus sehen. Ahahaha. Bist du witzig, Chloe. Ja, bin gleich unten. Wasserrutsche! Juhu!
Ja. Hä? Gut gemacht. Ja. Danke. Aha, dann mal los. Okay, ich nehme die hier. Ich hole Shivas Trommel runter. Oh, das ist die mit dem Dreizack. Dann mal los. Los, spring zur Trommel. Ich dachte, es wäre eine Sanduhr. Es ist eine sanduhrförmige Trommel. Oh, Scheiße, es geht los. Festhalten! Und jetzt drehen wir das Wasser auf dieser Seite auf. Alles klar. Jetzt läuft auf beiden Seiten Wasser runter. Hey. Oh. Wollen wir? Ich bin gleich wieder da. Hä? Nicht hier runter? Okay, dann halt wieder nach oben. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Jetzt den ganzen Weg nochmal nach oben. Verdammt. Ah! So, da sind wir wieder oben. Ah, hier. Was ist das? In einem Moment wissen wir mehr. Das klingt doch gut. Ja. Das Auge von Shiva. Das Licht scheint genau auf diese Statue dort drüben.
Wir sind noch nicht fertig. Wenn die Hoysala etwas beschützen, machen sie keine halben Sachen. Na los. Ja. Hui. Und was ist das alles? Alter Schwede, ey. Ah, dann mal los. Oh, hier gibt's Deckungen. Gleich eine richtig große Schießerei oder was hier? Ich bin bereit. Sie dreht sich. Sie hält einen Spiegel. Das ist sicher wichtig. Nochmal da in der Mitte hingehen. Das Ding ist. Aha. Es ist ein Prisma. Aha. Aha, aha, aha. Sieht gut aus. Ja. Jetzt kümmern wir uns um die anderen beiden. Du hattest recht. Doch. Klar hatte ich das. Womit? Die Statuen und Äxte waren. Dass alle guten Dinge drei sind. Drei Spitzen eines Dreizacks. Das Licht teilte sich in drei Strahlen. Hoch. Die Statue steht nicht richtig. Ah, okay. So. Okay. Was haben wir? Und jetzt auf die andere Seite. Schöne Scheiße. Die hier ist kaputt. Lass mal sehen. Moment. Hast du das? Ja. Bitte. Du bist eine tolle Statue. Rüber mit dir. Das Ding ist schwer. Okay. Okay, da ist was passiert. Also kann ich den hinlegen? Nein, warte noch. Was ist los? Ich sehe von hier drüben nichts. Warte, halt noch eine Sekunde still. All das Wasser. Das ist ein Reinigungsritual. Oh, du kannst den Spiegel jetzt hinlegen. Scheiße. Wir haben uns gefunden. Mach dich bereit. Schick. Holy shit!
verdammt! Scheiße! Darauf habe ich gewartet! Heftiger Stoß. Ich habe mir Sorgen gemacht. Kommt, Zeit für ein Wiedersehen. Er wollte euch nicht verraten, trotz meiner Überzeugungsversuche. Oh, Sam! Verdammt! Hey, du hast es geschafft? Oh Mann. Schon gut. Er schlägt wie ein Mädchen. Ist das so? Ohne diese Handschellen würde ich dir zeigen, wie Mädchen schlagen. Zur Hölle macht die denn hier? Du meintest, ich brauche Hilfe, das ist sie. Ja, aber... Ich muss gestehen, du bist ganz schön gerissen. Erst stiehlst du meine Scheibe, dann lässt du mich durch deinen Experten ablenken. Das ist clever. Vielleicht fließt in dir ja doch ein wenig indisches Blut. Tja, bringen wir es zu Ende. Okay, okay. Also, Nadine Ross. Sprich mich nicht. Ich wollte sagen, du siehst gut aus. Hörst du schlecht? Was stinkt hier so? Oh, tut mir leid. Fließendes Wasser und Seife waren in der letzten Zeit eher Mangelware. Gott. Von all den Leuten, die du hättest herbringen können. Sie hat mir mehr als einmal den Arsch gerettet. Du weißt aber noch, dass sie versucht hat, Nathan und mich umzubringen. Und zwar mehr als einmal. Bleiben wir fair. Ihr beide habt dasselbe mit ihr versucht. Ja, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, sobald wir ihr den Rücken zudrehen, haben wir ein Messer drin. Ich kann übrigens jedes Wort hören. Ich weiß. Ich vertraue ihr. Weißt du was? Schön. Ich bin nur ein kleines bisschen sauer, dass wir hier mit leeren Händen rausmarschieren. Aber damit kennst du dich aus, stimmt's? Oh Mann. Das hat Klasse, danke. Alles zu seiner Zeit, Kinder. Kannst gern noch mehr haben. Fahrradständer nach der Schule. Beeil dich! Anscheinend haben die Könige eine letzte Aufgabe. Aber uns brauchst du wohl nicht mehr, also machen wir uns mal auf. Oh, im Gegenteil. Du kennst diese Geschichte. Also, Shiva gab Parashurama die mächtige Axt.
die Ganesha im Gesicht traf, wodurch Shivas Sohn, einer der größten unter den Göttern, in die Knie gezwungen wurde. Ein weiteres Kriegsopfer. Tu's nicht. Ja, genau, Chloe. Er wird dich einfach umbringen. Er hat recht. Aber wenn du dich weigerst, siehst du sie sterben. Stück für Stück. Okay. Chloe, nicht! Puh, okay. Mal sehen, was wir haben. Okay, was muss ich machen? Hier ist nichts. Du hältst mich besser nicht hin. Da oben. Shiva und Parashurama? Parashurama und Ganesha? Und jetzt? Louis, gib diesen Trottel nicht, was er will. Ruhe. Okay. Geduld auf die Probe. So. 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 Moment mal. Er ergibt sich. Sie wird gleich fallen. Ruhe! Ganesha, hast mir einen ziemlichen Stein in den Weg gelegt. Okay. So. Ja. Dann der. Was machst du da? Still sein und zusehen. So. Er ergab sich.
Alles okay? Ja. Das kam unerwartet. Ach du Scheiße, sie hat Eier, was? Ich verstehe nicht. Das ist eine Redewendung. Weil du dich geirrt hast, Freundchen. Ganesha hat sich bewusst von der Axt treffen lassen. Das ergibt keinen Sinn. Nicht für einen selbstsüchtigen Arsch, nein. Es ist so, Ganesha hätte Parashurama besiegen können. Ganz leicht. Aber in diesem Fall hätte Shivas Axt ziemlich schwach gewirkt. Machtlos. Ganesha opferte sich, um die Ehre seines Vaters zu bewahren. Tja, sogar sie versteht's und sie hat keinen Tropfen indisches Blut. Großartig, nicht wahr? Was, hast du mir nichts mehr zu sagen? Ich kann dir sagen, wo du ihn dir hinstecken kannst. Tja, meine Freunde. Ich würde euch gerne selbst töten, aber wir dürfen die Götter nicht verärgern. Denn ihr habt mir großes Glück gebracht. Okay, also was machst du dann? Du wirst die Kammer fluten. Ich werde dich vermissen. Ach komm schon, ist das wirklich nötig? Ach, wahre Zerstörung gibt es nicht. Nur Läuterung und Wiedergeburt. Erschieß uns einfach und bring's zu Ende. Genau. Wenn das Wasser eure Lungen füllt, habt ihr Zeit, um über eure Entscheidungen nachzudenken. Vielleicht ergeht es euch in eurem nächsten Leben besser. Arschloch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bereue gerade eine ganze Menge. Ach, wem sagst du das? Ich habe mich so drauf gefreut, dich wieder fertig zu machen. Ach, weißt du, ich freue mich auch nicht, gerade neben dir zu ertrinken. Könnt ihr nicht einmal still sein? Ich muss mich konzentrieren. Was tust du da? Vorbereitung ist alles. Ja. Shit, der Dietrich. Ich hab's. Moment. Zum Teufel hat er Saft den Helikopter bekommen. Vielleicht von den Käufern. Was meinst du? Hab nur Saft drüber reden gehört. Zum alten Bahnhof zu fahren, irgendein Waffenhandel. Er verkauft den Stoßzahn. So viel zur Bewahrung seiner Kultur. Hey, einen Moment. Ja, Mann. Gerade eben. Danke für. Bild dir nichts drauf ein. Natürlich. Sind wir cool? Nein. Bleib doch mir. Beeilen wir uns. Dann können wir sie abfangen, bevor sie ihn verkaufen. Ha. Und da ist unser Wagen. Die ist cool. Da. Eisenbahnschiene. Ich halt an. Ugh!
bestimmt Wachen in diesem Gebiet. Wir sind besser vorsichtig. Ja, ja, ja. Und dann verlieren wir den Stoßzahn. Du kannst gern hier bleiben. Ich meine ja nur, okay, 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 okay. Weniger reden, mehr laufen. Und du warst die ganze Zeit bei Asaf und hast nichts mit... Achtes Kapitel, Freunde, Partner. Ich hab's versucht, Asaf ist vorsichtig. Hat vor mir fast nie über Geschäfte geredet. Ich weiß gar nicht, wieso. Hey, er hat mir immerhin geglaubt, dass ich Experte für diesen Heusala-Scheiß bin. Heusala? Ja, das auch. Seid ihr fertig, Nadine und Sam? Ich will die Folge beenden. Okay, die beiden sind fertig. Ich würde sagen, Freunde, das machen wir beim nächsten Mal. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Und dann hören wir uns morgen wahrscheinlich schon zum Finale von Uncharted The Lost Legacy wieder. Ja, Freunde, das war's. Haut rein. Zuckerboy, Game Over. Ciao.